voll, aber ich bin ja, eigentlich ein. Das hat mir mein Vater bei meiner 1,5 Terabyte Festplatte auch gesagt. Ja, eben bei bis mein, ich sie das erstmal voll hatte. Ja, mein. Ich hatte sie echt schon mal voll, aber das waren, als ich mit einem Kumpel die Nacht durchgemacht habe und einfach nur aufgenommen habe, bis der Arzt kommt. Ja. Ich habe wirklich irgendwie 10 Stunden am Stück irgendwie aufgenommen. Und ja, mit Fraps gibt es nicht wirklich kleine Dateien. Nee, aber sobald man sie geschnitten hat, beziehungsweise gerendert hat, sind sie nur noch 1,5 GB oder so. Habe ich nie geschaut. Ja, es kommt immer auch aufs Spiel drauf an, weißt du? Weil es gibt Spiele, wo die halt grafiktechnisch auch höhere Anforderungen haben. Die brauchen halt auch mehr Speicherplatz, weil sie halt, ja. Weil sie halt mehr brauchen. Weil sie. Famed sind. Ja, das war mal ein goldiger nach meinem Geschmack. Absolut no skill. Okay. Hat wohl schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ja. Ja, ich auch nicht. Keine Entschuldigung, also. Ja, dann noch ein Thema, was ich auf der Liste habe, wäre GTA 5, das ja, Sorgenkind der PC-Spieler, nenne ich es jetzt mal. Da kommt einer. Du meinst GTA 5 oder GTA 5? GTA 5. Ah, GTA 5, okay. Wir werden ja ein Let's Play Together machen, oder wir haben eins geplant, wenn dann GTA 5 irgendwann mal in 10.000 Millionen Jahren für PC rauskommt. Wenn es dann rauskommt, überhaupt noch. Ja, eben. Ich sage, nö, nur für Konsole. Alter, dann kacke ich echt auf die. Dann können sie mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Weil, wenn sie das nicht für PC rausbringen, Alter, dann schreibe ich aber höchstpersönlich eine Mail. Nee, ganz im Ernst, das können sie nicht machen. Ja, das wäre nicht so. Kaufe ich nie wieder was von denen, Alter. Und dann boykottiere ich die Marke Rockstar Games. Ja, komm. Der schwarze Polizist hat mich weggesniped. Nicht so rassistisch, Mann. Nein, er ist wirklich schwarz. Sorry. ja. Also, wir haben da was geplant. Ich denke, wir machen da online. Ja, weil sonst was anderes gar nicht geht. Also Madness! Ja, wir werden wahrscheinlich GTA Online spielen. Ich denke, bis dahin sollten dann auch die Bankräubungen so funktionieren, was bis jetzt ja noch nicht geht. Wenn sie bei PC nicht alles auch neues patchen müssen, was eigentlich voll. Ja, gut, aber auch wenn halt die ganzen Bankräuber und so immer noch nicht drin sind. Es gibt genug Läden, die man ausrauben kann. Ich weiß nicht, was die ganzen Leute haben. Klar, irgendwann ist ausgelutscht, weil man jeden einzelnen Laden schon 10.000 Mal überfallen hat. Aber man hat was zu tun. Bei GTA 5 Online kann man ja eigene Häuser und Autos noch haben. This is madness! Das ist eigentlich wie ABB, einfach, dass man eigene Häuser und so haben kann. Oder? Ja, man kann ja eigene Häuser haben. Das ist voll geil. Das wird bestimmt noch lustig. Und der hat euch weggesnackt. Nee. Ja, man kann eigene Häuser haben. Und ich bin ja absoluter Autofreak. Ich war dieses Wochenende bei meinem Kumpel. Der hat auf Weihnachten mit seinem Bruder eine PS3 bekommen. Und hab dort das erste Mal in meinem ganzen kurzen Leben habe ich GTA 5 gezockt. Und Alter, war das geil. Ich bin zwar nur die ganze Zeit rumgefahren und hab Autos getuned und wieder geschrottet und wieder getuned. Und wieder getuned und geschrottet. Aber es hat übelst Fun gemacht. Ja, ich hab 100 Bullets im Magazin. Ich kann noch 10.000 Jahre weiter auf dich draufballern. Oder neben dich in die Wand. Oh, und die habe ich nicht gesehen. Also, das Spiel macht wirklich Spaß. Deshalb. Der GTA 5 oder APB? Beides. Ach so, ja, ausreden. Boom! Deshalb bete ich wirklich, dass es auch für PC rauskommt. Ja, weißt du, das wird dann auch bestimmt lustig mit den ganzen Hackers und das Reinmotten. Ja, das hat mir bei GTA 4 schon so gefallen, das Reinmotten bei PC. Einfach so ein BMW. Das ist auch bei San Andreas ist es geil. Ich habe mein ganzes Spiel habe ich zu gemoddet. Das macht eigentlich, ist es übel spaßig. Hast du schon mal bei GTA 4 was gemoddet? Ja,
Da geht ja viel Fick, das war. Also ich hab mal den BMW, den BMW Audi A irgendwas oder so. Ja, BMW Audi A irgendwas, ich glaube genau, auch. Man merkt, ich habe voll Ahnung von Autos und so. Er ist voll der Auto-Checker. Ja, ich habe mehr Ahnung als Heiliger Beatus von Autos. Als was? Als der Heilige Beatus. Was ist ein Heiliger Beatus? Keine Ahnung. Moin! Irgend so ein Typ, der in einer Höhle gegen einen Drache mit einem Stock gekämpft hat. Sehr interessant. Ups. You failed! Ja, aber wie soll ich sagen? Ist jedenfalls ein geiler. What? Jetzt hab ich den Faden verloren, verdammt! Ah doch, hier liegt der Faden. Nein, Spaß beiseite. Ne, es ist wirklich ein cooles Spiel. Also, ich hab's eben mal getestet, die Story. Keine Ahnung. Geil. Ich war noch nie bei GTA, außer bei GTA 4, wirklich ein großer Fan der Story. Weil es mir einfach meistens viel zu lang gezogen ist. Ja, je nachdem schon. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Ich werde eh nur online zocken. Oder größtenteils, sagen wir es mal so. Außer ihr wollt halt unbedingt einen Single-Let's-Player. Single-Player-Let's-Play. So. Also ihr wollt das unbedingt, dann mache ich das natürlich für euch. Das war so logisch. Der mich wegsnackt. Ja, und Sniper ist eine gute Idee, sich auf die Granate zu Sorry, stellen. Bro! Ja, genau. Alter, und der Typ ist so dumm. Der Typ, der war in unserem Team und er rennt vor dem Typen weg, anstatt mich zu safen und den Typen einen Headshot zu verpassen. Egal. Dann werde ich mal kurz hier. So. Es gibt ja schon diverse Gerüchte, wann GTA 5 für PC rauskommen soll. Echt? Angeblich sollten Amazon-Mitarbeiter wissen, dass es am 24. oder 25. März rauskommt. Einer von euch hat mir in die Kommentare geschrieben, es kommt am 24. Mai. Und, ach so, in Deutschland aber. Ja, keine Ahnung. Ich denke, wenn es in Deutschland kommt, kommt es auch in der Schweiz. Jo. Meinst du, es gibt dann wieder eine zensierte Version und wieder eine unzensierte? Seit wann gibt es bei Rockstar Games zensierte Versionen? Bei Rockstar Games wüsste ich jetzt nicht, aber bei den diversen anderen Spielen. Ja, aber ich... Ehrlich gesagt, ich weiß, ich kenne zum Beispiel für GTA 4 keine zensierte Version. Zwei Kills gemacht, yay. Kennst du eigentlich Postal 2? Was? Postal 2. Was denn das? Kennst du also, das Spiel nicht? Nein, kenne ich nicht. Das ist ein altes Spiel. Aha. nein, aber es ist ein rassistisches und Hardcore-Spiel, das ist richtig Hardcore, das kannst du dir nicht vorstellen, was du alles da machen kannst. Also das ist... Du bist einfach Real-Life-Simulator so ein oder was? Fast. Du musst einfach so, Missionen machen, zum Beispiel... Ja, versuch Freundin. Du mich mal mit deinem schniekigen Auto mich wegzuschieben. Hat ja dufte geklappt, wie man so eben gesehen hat. Ich habe ihn einfach mal weggeschoben. Na Jungs, alles fit? Oh, wir müssen die Karre dort bewachen. Ja, es ist wie gesagt also wirklich Hardcore. Du musst einfach so mehrere Missionen machen, so wie zum Beispiel für deine Freundin Milch einkaufen in dem Laden. Ja. Was man eigentlich ja normal, ja. Aber mein jetzt Auto. Kannst du entweder bezahlen, bei einer riesen Schlange anstehen oder kannst sie halt ummetzeln. Oder einfach anpissen oder Elektroschocks geben oder mit Benzin anzünden oder weiß was ich. Das geht alles, aber ja. Am besten guckst mal bei YouTube nach einem Video, wenn du wirklich mal sehen willst, wie das Matt. Puh. Aber ja, ich hab's mal ein bisschen angezockt, aber ich habe da habe ich die andere Version erwischt, die zensierte. Okay. Was man leicht gemerkt hat. Was ist denn der Unterschied? Einfach weniger Blut oder gar keins? Weniger Blut und du konntest die Körperteile nicht in einzelne Teile zerschneiden. Na gut. ja dann. Das muss ich nicht haben, Hauptsache er ist tot. Ja. Alter, macht der Damage. Das
C-S. S, C-S. C-S, ja. Diese, immer diese Ronald McDonald tötet mich hoch. Oh, McDonald hat eine Farm. Nein. Gleich wirst du krepieren. Hm, McDonald. Magst du McDonald oder ein bisschen lieber der Burger King, Mensch? Oder was halt so rumsteht, wa? Nee, also an und für sich mag ich lieber Burger King, aber wenn halt kein Burger King in Reichweite ist, nehme ich auch McDonald's. Also so ist nicht. Okay. Generell, was Essen anbelangt, bin ich ziemlich, fick dich, ziemlich unkompliziert. Also ich esse ziemlich alles. Ich bin ziemlicher Allesfresser. Ich esse von, es gibt ein paar Sachen, was ich überhaupt nicht mag. Das wäre einmal Spinat. Doch, das Blattspinat. Der ist, der ist noch hässlicher. Also das Zeug aus, das fix-fertig Zeug zum Aufwärmen ist schon hässlich, aber Blattspinat ist ja noch scheußlicher. Ich mag Blattspinat, so sein Blatt. Ja. Oder wie nennt man das in Deutschland? Rösliköl. Das ist denn so die grünen Kugeln. Ah, das ja, war. Sieht eigentlich aus wie so ein Mini-Kopfsalat. Also wirklich so. Ganz klein, so, so groß, halt etwas so groß wie ein Fleischbällchen. Mhm. Aber wird warm serviert. Oder was? Kann? Wird doch warm serviert. Ja, es wird warm serviert, aber das hasse ich halt. Mein Vater liebt das über alles, der kann das Zeugs tonnenweise fressen. Aber Alter, ich nehme eine so eine Kugel und übergebe mich direkt. Ich hasse das Zeugs das ist bis auf den Tod. Ja, das kann ich auch nicht lassen, das ist so. Ich sag's, die Zunge schmeckt das so merkwürdig. So vollkommen bitter. Mhm. Und ja, nee, also das kann ich überhaupt nicht haben. Dann, was mag ich sonst noch nicht? Hier geht's nicht lang. Was mag ich nicht? Keine Ahnung. Gute Frage, was mag ich nicht? Eigentlich nichts, ne? Also ich esse wirklich alles. Ja gut, Schnecken esse ich nicht. Ja, oder Kräuterbutter, wie nennt man das? In Spanien gibt's Restaurants, da bekommst du halt so Fufail, so zum Teil, ja genau, so Fische, ganz kleine Fische mit allem halt noch dran und die werden halt, keine Ahnung, gebraten und du hast halt so einen kleinen Fisch in der Hand und den musst du dann essen. Und alleine der Gedanke, dem Kollegen auf den Kopf zu beißen, hindert mich daran, das Ding zu essen. Also sowas esse ich. Ich weiß gerade echt nicht, wie das Ding heißt. Ich weiß nur, ich bin nur mit meinem Großvater mal auf so einem Fischmarkt gewesen. Und mein Vater hasst Fisch über alles. Der war kreideweiß, als wir da rauskamen. Der hat wirklich, war kurz vorm Übergeben. Und der wurde halt von meinem Großvater dazu verdonnert, so einen Fisch zu essen. Okay. Weißt du, er hasst Fisch und muss so ein Ding essen. Einerseits das und eben, das ist noch ein ganzer Fisch. Also gar nicht so ein 2 Meter Brocken, aber halt so groß wie ein Finger. Hm. Er hat das Ding einfach in einem Stück runtergeschluckt. Ich denke, ich hätte es gleich gemacht. Einfach nicht gebissen, einfach direkt runtergeschluckt. Yeah. Ja, okay, dann ist das schon ein bisschen unappetitlich. Wie kann der mich treffen? Ganz im Ernst. Ja, die können alles, sind Polizisten. Ja, nee, also es gibt eigentlich ganz wenig, was ich nicht gern hab. Okay, also du hast mich bestimmt gerne. Außer diese Pac-Mans, die mag ich nicht. Irgendwie. Oh, ich mag's nicht. Nee, also. Auch bei so. Klassenfahrten oder so Lager, was wir halt jemals haben, höre ich von allen, ja, Essen ist scheiße, Essen ist kotzhaft, wirklich grässlich und so, denke ich mir einfach nur so, Leute, es gibt Schlechteres. Ne, solange du beim Essen immer die andere Kameraden ins Gesicht sehen musst. Ja gut, am letzten Lager war es wirklich, hey, Ronald McDonald habe ich gekillt, oder ne, ein Kill, es gab wirklich. Wir hatten im letzten Lager, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, hatten wir eine gehabt, die war so hässlich.
Alter, wirklich. Die kam an den Tisch und es ist mir direkt der Appetit vergangen. Ich hatte eine leckere, vorzügliche Lasagne vor mir liegen. Da kam die an den Tisch. Ich hatte echt keinen Hunger mehr. Es ist kein Scherz. Ich hatte keinen Hunger mehr. Ich habe zu wenig Money, fällt mir gerade auf. Dann will ich nicht wissen, wie ich sie ausgesehen habe. Zeig mir bitte kein Foto, okay? Ich habe gar keins. Sonst wäre mein Handy in den Arsch gegangen. Ist in der Hand explodiert. Ich mach mal ein Foto. Wuff! Ups! Ja, Displayriss, Softwarefehler, Kamerafehler, alles zusammen. Virus konnte nicht aufgehalten werden. Virus, Danger, Danger, Danger! Ich hab auch gehört, ich kann ihn nicht ersch... This is fucking madness. Ja, keine Ahnung. Eigentlich bin ich, was Essen anbelangt, wirklich ziemlich unkompliziert. Oh, ich hab ihn gekriegt. Yay! Failed. Genau. Ja, und du? Ja. Was magst du so? Oder magst du nicht? Also ich mag Pizza. Und alles, was man essen kann. Was? Pizza kann man essen? Nein. Ich dachte, mit dem kann man Auto fahren. Ach so. Ich dachte, das wäre das runde Ding, was man da... Ich dachte, das ist eine Pizza. Ach so. Ja. Nee. Also okay. Eigentlich auch ziemlich unkompliziert, wa? Ja, einfach alles essen, außer Gemüse. Gemüse mag ich nicht. Ja, gut. Gemüse ist auch bei mir eher so eine... Es kommt drauf an. Ab und zu habe ich Lust drauf, dann könnte ich einen ganzen Teller Karotten verputzen. Oder halt Bohnen oder was auch immer. Und dann gibt es Tage, wo ich nach einer Karotte wirklich genug habe. Also nach einem Stück Karotte. Und ja, ist halt ganz unterschiedlich. Okay, ich müsste dann langsam auch... habe ich gemerkt. Also hast du bestimmt gehört, ja. Was gehört? Achso, ja, dann ist ja gut. Nee, ich habe einfach auf die Uhr geschielt und gesehen, dass schon 10 Uhr ist. Ja gut, wären wir dann mal fertig. Also ja, Schluss machen wir uns für verabschieden heute. Für dieses Mal. Ich will noch kurz zu dir kommen für ein episches Ende. Nee, eben. Ich denke, wir machen auch das Sump-Let's Play werden wir wahrscheinlich zusammen fortführen, würde ich sagen, oder? Aber du musst mir dann verzeihen, wenn ich nicht so gut im Sump bin. Ich habe noch nie gespielt. Nur mal angetestet. Ja, ist klar. Schlechter als einer von meinen Kumpels kann es nicht sein. Ja, ich weiß, der da nicht ins Flugzeug einsteigen konnte. Ja, ist mir klar. Nee, also Sump wird wahrscheinlich, wenn dann wieder endlich mal der Server online geht, wird wahrscheinlich mit ihm zusammen was starten. Und GTA 5 auch. Wenn es kommt. Deshalb seid auf jeden Fall gespannt. Kanal wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, natürlich auch. Ja, wir werden einiges zusammen, denke ich mal, unternehmen. Ja, wenn wir schon können und uns schon kennen und ja. Ja. Blutverbündet sind, so gesagt. Genau. Ja, wahrscheinlich werden wir dann auch irgendwann auch mal zusammen an die Gamescom fahren und so. Ja, das wäre ja voll geil. Ja, also ich gehe auf jeden Fall auf die Gamescom. Ja, ich habe auch vor, nicht dieses Jahr, ich habe vor, nächstes Jahr zu gehen. Muss man dafür Eintrittskarten holen oder wie ist das? Ja. Okay. Und glaube ich ein halbes Jahr früher, weil sonst alles weg ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, das wird dann, wenn wir dann über 1000 Abonnenten und so haben. Ja, genau. Dann können wir uns das von unserem YouTube-Money holen. Also. Nein, ich habe mir eigentlich gedacht, ich würde auch kein YouTube-Geld beschaffen. Also, wie sagt man, motorisieren werde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Ja, keine Ahnung, ich würde es wahrscheinlich schon irgendwann mal tun, aber... Ja, dann aber nur für YouTube natürlich, also was will ich... Ja, dann fließt das Geld natürlich auch wieder in YouTube rein. Das ist ja klar, dann werde ich mir ein extra Konto anlegen, wo wirklich das Geld halt einfach ausgezahlt wird. Und das würde ich dann wirklich für YouTube wieder investieren. Für die Community und so und für dich selber. Für entweder in ein Spiel holen oder eben mal ein neues Mikrofon oder Tastatur oder halt so Sachen. Das wird dann halt wirklich YouTube wieder zugutekommen. Nicht, dass ich mir damit die eigene Fresse fülle. Ein Ferrari plötzlich. Ja, fährt er plötzlich mit einem Ferrari an der Gamescom vor. You mad? Nee, nicht mal Gronkh kann das, denke ich. Nee. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Jo. Ja, dann würden wir sagen, verabschieden wir uns beiden. Dann war es das für dieses Mal von Let's Play RPB Reloaded Together. Ich bin der Mr. Swisszocker, das ist der... Sir Pac-Man! Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.